Servus Leute, herzlich willkommen zurück zu Mass Effect auf Veteran in der Legendary Edition. Und wir waren stehen geblieben, ja, nach dem Ende von Würmeier. Kaidan ist tot. Gut, passiert. Ich habe das Missionsupdate an die Zitadelle übermittelt, Commander. Sie haben uns die Verstärkungen bestätigt. Botschafter Udina wartet auf der Zitadelle auf unseren Bericht. Der Rat stellt eine große völkerübergreifende Flotte gegen Saren und die geht zusammen. Das klingt doch gut. Ich wusste, dass sie reagieren würden. Zurück zur Zitadelle, Joker. Ich will, dass die Normandy die diese Flotte anführt. Nein! Ja, Ma'am. Nein! Noch nicht! Nein! Auch mit der Scheiße! Joker! Fuck! Okay, das habe ich nicht gedacht, dass es automatisch zur Zitadelle zurückgeht. Ich verliere gerade meine Fähigkeit zu reden. Ich kann erschrocken bin. Nein. Gute Arbeit, Shepard. Dank Ihnen geht der Rat endlich wirklich gegen Saren vor. Der Botschafter hat recht. Wenn Saren dumm genug ist, die Zitadelle anzugreifen, wie Sie meinen, werden wir dort auf ihn warten. Wir stationieren Patrouillen bei jedem Massenportal, das die Zitadelle mit den Terminus-Systemen verbindet. Das reicht nicht. Glauben Sie etwa, eine Blockade wird ihn aufhalten? Er sucht auf Ilos jetzt gerade nach der Röhre. Was wollen Sie dagegen machen? Ilos ist nur vom Mu-Portal aus zu erreichen. Tief in den Terminus-Systemen, Commander. Wenn wir eine Flotte reinschicken, wird es auf Krieg hinauslaufen. Commander, wir müssen Diskretion bewahren. Sarens größte Waffe war Geheimhaltung. Entdeckt ist er keine Gefahr mehr. Es ist vorbei. Lassen Sie mich hinterhergehen. Ein Schiff zu den Terminus-Systemen löst doch noch keinen Krieg aus. Ich kann diskret sein. Auf Würmeier haben Sie einen Nuklearkörper gesprengt. Das würde ich nicht diskret nennen. Ihr Stil hat Ihnen vielleicht in der Traverse geholfen, Commander. Das sehen wir ein. Aber Ilos muss man geschickt anpacken. Wir haben die Situation unter Kontrolle. Was ist mit der Röhre? Geheimhaltung ist nicht gerade seine stärkste Waffe. Die Röhre schon. Saren ist großartig im Manipulieren. Die Röhre ist nur eine Ablenkung von seinem wahren Plan, die Zitadelle anzugreifen. Was ist mit den Reapern? Sovereign ist die wahre Bedrohung. Saren dient nur den Reapern. Sie sind der Einzige, der die Reaper gesehen hat. Und dann auch nur in Visionen. Wir greifen die Terminus-Systeme doch nicht wegen eines Traums an. Dann sind sie alle Narren. Wenn Saren die Röhre findet, sind wir alle erledigt. Wir müssen nach Ilos. Botschafter Udina, ich habe das Gefühl, Commander Shepard will noch nicht aufgeben. Das hier hat ernste politische Auswirkungen, Shepard. Die Menschheit hat durch sie viel gewonnen. Aber jetzt werden sie langsam zu einem Problem. Sie Mistkerl! Sie wollen uns verraten! Reine Taktik, Commander. Sie haben Ihre Arbeit gemacht, jetzt lassen Sie mich meine tun. Wir haben alle Primärsysteme der Normandy ausgeschaltet. Sie bleiben bis auf Weiteres am Boden. Du bist so ein dreckiges kleines Arschloch, Udina. Ich hasse dich. Ich hab dich immer gehasst. Das ist ein Fehler. Sind Sie verrückt? Nach allem, was ich getan habe, glauben Sie mir immer noch nicht? Ich glaube, es wird Zeit, dass Sie und Ihr Team hier verschwinden, Commander. Das geht Sie nichts mehr an. Der Rat wird sich darum kümmern. Mit meiner Hilfe, selbstverständlich. Ja, wir wurden ausgeschaltet. Game over. Die Reaper, Commander, ich habe eine Nachricht von Captain Anderson für Sie. Woher wusste ihr, dass ich hier bin? Spionieren Sie mir nach, Joker? Nein, Ma'am. Ich wusste nur, dass Sie auf dem Schiff sind und wollte Ihnen diese Nachricht überbringen. Der Captain möchte Sie im Flux treffen. Das ist dieser Club unten in den Zivilbezirken. Ah, ja, ich hab eigentlich damit geplant gehabt, dass wir heute den DLC machen. Und dann, also in dieser Aufnahmesession zuerst den DLC machen und dann das Finale irgendwie, ja, ist mein Plan nicht ganz so auf. Ich habe nicht mehr bedacht, dass das ja automatisch nach Würmeier auf die Citadel geht. Das war taktischer Fehler. Ja. Irgendwann den falschen Knopf. Ich muss mir angewöhnen, X zu drücken statt Y. Meine Fresse. Ja. Ja. Innendruck wird Außenatmosphäre angeglichen. Logbuch. Kommandant ist an Land gegangen. Executive Officer Presley hat das Kommando. Naja. Ich komme ja eh nicht weg, das Schiff ist festgenagelt. Normal die Waffen inspizieren. Das habe ich noch nie gemacht.
Normandy inspiziert. Lel! Kann hier noch was inspizieren beim Schiff. Das habe ich ohne Witz noch nie gemacht. Das habe ich noch nie gesehen, dass man das kann. Der, keine Ahnung. 5., 6. Spielerchang, trotzdem was Neues gelernt. Nach Jahren schlechter wirtschaftlicher Ergebnisse hat ExoGenny verkündet, dass die Forschungskolonie auf Pheros nun endlich Gewinn macht. Neue Entdeckungen sowie entschlossene Kolonisierungsbemühungen haben sich für ExoGenny endlich ausgezahlt. Nach der Ankündigung stiegen die Aktien von ExoGenny und die Investoren zeigten sich erfreut über die guten Neuigkeiten. Toll. Das ist ja super. Hör mal, Taxi hier. Taxi, da, tschüss. So, wir müssen in die Bezirke und ins Flux, haben wir gesagt. Ne? Gut, dass wir die ganzen Schnellreisepunkte schon freigeschaltet haben. Da habe ich ein wenig mitgedacht. Ja. Anderson. That, oh, falsche Richtung. Verzeihen Sie bitte, hätten Sie einen kurzen Augenblick Zeit für mich? Ja, was ist denn, Elias Kieler? Soldat, ich habe ein ziemlich großes Problem. Und ich brauche Hilfe von jemandem, der die Interessen der Menschen vertritt. Ja, sprechen Sie. Was für ein Problem haben Sie? Natürlich, immer gleich zur Sache. Darum hat die Menschheit auch die beste Flotte in der Galaxie. Mein Name ist Elias Kieler. Ich bin ein Abgesandter der Allianz. Wir werden in Kürze ein bedeutendes Treffen mit den Salarianern abhalten. Sie können sich kaum vorstellen, was dabei auf dem Spiel steht. Ich kämpfe genauso wie Sie für die gesamte Menschheit. Ein Held der Bürokratie also. Ja, verstehe. Verstehe. Wichtige Sache. Was genau brauchen Sie also? Bei meinem Kampf für die gesamte Menschheit brauche ich die besten Mittel auf dem Markt. Es gibt ein Mentalstimulans, das die Aufmerksamkeit erhöht und das Urteilsvermögen schärft. Es ist legal, aber die Abgabe pro Person ist limitiert. Ich habe meine Monatsration schon verbraucht und brauche jetzt mehr von der Krankenstation. Dann erzähl doch mal ein bisschen was über das Mittel. Was für ein Stimulans ist das genau? Ich kenne mich mit den medizinischen Fachbegriffen nicht aus, aber es erhöht zum Beispiel die Geistesleistung und das Kurzzeitgedächtnis. Damit kann ich konzentriert und aufmerksam bleiben. Wenn ich es nehme, entgeht mir nichts. Dextro Energy? Oder doch lieber Drogen. Warum haben Sie mehr als die monatlich erlaubte Dosis genommen? Die Verhandlungen sollten letzte Woche stattfinden, aber die Salarianer haben alles herausgezögert. Vielleicht absichtlich. Wenn ich das Stimulans nicht bekomme, bin ich ein Wrack. Mein Assistent würde übernehmen und die Katastrophe wäre perfekt. Nicht die Hoffnung aufgeben. Sie sollten mehr Vertrauen in Ihren Assistenten haben. Haben Sie ihn nicht instruiert? Mein Assistent meint, vor den anderen Zitadellvölkern kriechen zu müssen. Er will damit zeigen, dass wir Menschen vernünftig sind. Aber kein Volk wird uns achten, solange wir uns nur demütig zeigen. So war es auch mit den Turianern. Mein Assistent ist ein Idiot. Die Verhandlungen. Was ist so bedeutend an diesen Verhandlungen? Die Salarianer wollen die Bedingungen für langfristige Geschäfte festlegen. Es geht um Milliarden Kredits. Wenn ich das Mittel nicht bekomme, wird mein Assistent übernehmen müssen und den Deal vermasseln. Ein komplettes Desaster. Nicht die Hoffnung aufgeben, ich sag's gern nochmal. Sie sollten mehr Vertrauen in Ihren Assistenten haben. Haben Sie ihn nicht instruiert? Mein Assistent meint, vor den anderen Zitadellvölkern kriechen zu müssen. Er will damit zeigen, dass wir Menschen vernünftig sind. Aber kein Volk wird uns achten, solange wir uns nur demütig zeigen. So war es auch mit den Turianern. Mein Assistent ist ein Idiot. Sie sind davon abhängig. Kieler, Sie haben ein Problem. Sie brauchen Behandlung. Von außen mag das vielleicht so aussehen, aber das hier ist nur eine Ausnahmesituation. Alle Top-Verhandlungsführer nehmen diese Stimulanz. Immer am Rande der Legalität. So geht das Spiel nun einmal. Seien Sie kein Idiot. Es ist aber ein falsches Spiel. Wir bleiben mal auf der guten Seite. Es werden wohl nicht alle Top-Verhandlungsführer um Hilfe bitten, mehr Stimulanzien als erlaubt zu bekommen, Kieler. Vielleicht haben Sie recht. Ich wollte der Menschheit dienen und habe mich selbst dabei überschätzt. Also wird dies das letzte Mal sein, dass ich das Stimulanz nehme. Wenn der Deal abgeschlossen ist, begebe ich mich in Behandlung. Sie brauchen Hilfe und zwar jetzt, Sie Idiot. Keine Geschäftsverhandlung ist es wert, sein Leben zu riskieren. Vergessen Sie es und holen Sie sich Hilfe. Sie verstehen es einfach nicht. Die Menschheit braucht mich und ich brauche das Stimulanz. Ohne es werde ich... Ich bin so verwirrt. Ich werde ohne das Stimulanz immer so müde. Ich brauche nur noch einen Schub davon. Deine Haare so angucken, hast du noch ganz andere Probleme, Kollege.
Weniger Gel könnte gut tun. Ja, wird schon werden. Es ist keine Schande, ein Problem zu haben, aber Sie brauchen eine Behandlung. Sie haben recht. Ich werde meinen Assistenten informieren. In diesem Zustand kann ich nicht arbeiten. Ich werde mir helfen lassen. Aber so weit hätte es nicht kommen dürfen. Ja, bye. 2086 EP. Da habe ich was anderes gehört. Hä? Und was genau hast du gehört? Zweifellos weitere Gerüchte über seltsame Metallkreaturen mit echter KI. Ja, aber es gibt noch mehr. Gibt es doch immer. Ich hörte, es gäbe eine Verbindung zwischen Ihnen und einem abtrünnigen Spectre. Nicht das schon wieder. Warum ist das so unglaublich? Ist ja auch egal. Erwarten Sie einfach nicht, dass wir es auch glauben. Okay. Ja, da haben Sie wahrscheinlich recht. Danke, Doran. Kann ich Ihnen helfen? Ich bin gerade sehr beschäftigt. Was kann ich für Sie tun? Probleme? Was haben Sie mit dem Volus besprochen? Mit Doran? Ich habe ihn nur etwas wegen meiner Schwester gefragt. Sie hat für Doran gearbeitet, bevor sie... Ich wollte sie nicht mit meinen Problemen langweilen. Schon in Ordnung, sprechen Sie weiter. Ich möchte hören, was Sie zu sagen haben. Gut, okay. Meine Schwester hat hier gekündigt, um in Koras Nest zu arbeiten. Das Problem ist, dass sie als Informantin für die Zitadell-Sicherheit arbeitet. Sie wissen schon, die Leute dort ein bisschen aushorchen. Wenn sie herausfinden, was sie da tut, werden sie sie töten. Das ist nicht gut. Als Informant lebt man gefährlich. Das habe ich ihr auch gesagt. Ich weiß nicht. Manchmal glaube ich, sie bleibt nur da, um mich zu ärgern. Und wurde C-Sicherheit schon informiert? Kennen Sie Ihren Kontaktmann bei der Zitadell-Sicherheit? Nein, das ist alles streng geheim. Das letzte Mal sagte man mir, ich soll mich raushalten, um Jenna nicht zu gefährden. Okay, ich werde mit ihr reden. Vielleicht kann ich ihr klar machen, wie gefährlich Koras Nest ist. Würden Sie das? Das wäre toll. Aber sagen Sie ihr nicht, dass ich sie schicke. Ich sollte wieder an die Arbeit gehen, sonst kriege ich noch Ärger. Danke. Gut, Koras Nest, Türsteher. Ein toller Türsteher. Ritas Schwester. Sie haben mit Rita, einer Kellnerin im Flux, gesprochen. Sie macht sich Sorgen um ihre Schwester, die undercover für die Zielsicherheit arbeitet. Rita denkt, dass ihre Schwester Jenna in Schwierigkeiten steckt, aber sie kann sie nicht davon überzeugen, aufzuhören. Aber in Koras Nest, in den unteren Bezirken, sprechen sie mit ihr und versuchen sie herauszufinden, ob sie wirklich in Schwierigkeiten steckt. Sorry, Anderson, du musst kurz warten. Nebenquest. Ich meine, das dürfte so ziemlich... die letzte sein? Werden wir aber merken, ne? Koras Nest, da. Ich hätte auch hinlaufen können, die 2 Meter, aber... Pff. Immer auf da. Warte, wir sind wieder falsche Richtung, ne? Ich werde es nie lernen. Ich werde es nie lernen. So, da vorne ist Jenna. Joho! Hey, ich bin sofort bei Ihnen. Okay. Ich werde hier warten. Warum habe ich das Gefühl, dass Sie nicht hier sind, um zu trinken? Tut mir leid. Ich muss mit Ihnen über Ihre Arbeit für die Zitadell-Sicherheit reden. Ich weiß nicht, was Sie meinen. Wenn Sie nichts dagegen haben, kümmere ich mich jetzt um meine Kunden. Ich will bloß helfen. Das ist kein Spiel, Jenna. Diese Leute sind gefährlich. Jetzt klingen Sie wie meine Schwester. Warum machen sich alle Sorgen um mich? Ich kann auf mich aufpassen. Ich muss gehen. Ich bin keine Stripperin und werde nicht dafür bezahlt, rumzustehen und gut auszusehen. Sie tut so, als wäre sie tapfer. Okay. Das war nicht so spannend, wie ich gehofft hatte. Treffen Sie mich an der Zitadell-Sicherheitsakademie, wenn Sie Fragen über Jenna haben. Jenna? Was haben Sie eben gesagt? Hauen Sie ab, ich habe Ihnen nichts getan. Verdammte Neulinge, denken Sie könnten sich alles erlauben. Das war seltsam. Was wollte er uns sagen? Das sollten wir lieber herausfinden. Bedrohliche Musik, es wird spannend. Wir sollten uns eigentlich darum kümmern, wieder abzuhauen, aber... So, was haben wir jetzt?
Jellic hat sie in Koras Nest angetroffen. Wenn sie Jonna helfen wollen, sollen sie ihr. Sicherheit Akademie. Alles klar. Das kann ja dann nur hier irgendwo sein. Macht ja Sinn. Jetzt ist so die Frage. Wo? Auf die Karte gucken, wo sie. Wir müssen geradeaus hier durch. Alles klar. Das heißt. Das ist die Richtung, ne? Die Richtung und dann der Tunnel. Nein, es ist der Tunnel. Ja, ich bin nicht so oft hier unten. Der lustige Volus noch da? Nee, okay, das haben wir ja geklärt. Der sagt, dass er noch irgendwas für uns hat. So, guten Morgen, Jellic. Detective Jellic. Kommen Sie mit in mein Büro. Ich würde das gerne unter vier Augen besprechen. Wir sind in deinem Büro. Nichts für ungut, Commander, aber was haben Sie sich nur dabei gedacht? Wie bitte? Ich verstehe nicht. Sie hätten Chennas Deckung auffliegen lassen können. Wir haben nur Informationen gesammelt, Jellic. Dachte ich mir. Es mag kaltherzig erscheinen, Sie dem ganzen Risiko auszusetzen, aber wir behalten Sie genau im Auge. Ist es das wert? Müssen Sie für ein paar Informationen wirklich Ihr Leben riskieren? Dieser Job ist nicht leicht und oft unangenehm. Ich nehme jede Hilfe, die ich kriegen kann. Aber da Sie sich solche Sorgen um Ihre Sicherheit machen, vielleicht können wir uns ja gegenseitig helfen. Denken Sie immer voraus, Detective? Gehört zum Job. Also, helfen Sie mir nun oder nicht? Sie brauchen sie nicht. Ich kann das auch klären. Sie sind schlau, Jellic. Finden Sie einen anderen Weg. Ich habe mehrere Möglichkeiten. Sie ist nur Option A. In Ordnung. Okay, ich mach sie los. Hole sie sogar aus Koras Nest raus, ohne Gegenleistung. Aber mein Fall ist immer noch ungelöst. Wollen Sie mir nicht helfen? Sicher. Ich brauche mehr Details, dann helfe ich Ihnen. Ich bin hinter einem illegalen Waffenhersteller her. Ich will nur ein paar Produkte. Dank Jennas Informationen habe ich herausgefunden, dass es einen Verkäufer hier auf der Zitadelle gibt. Sie treffen unseren Mann, Jax mit Namen, holen die Mods und bringen sie her. Damit habe ich alles beisammen. Und warum sind sie illegal? Warum machen Ihnen diese Mods so große Sorgen? Wir haben Zugang zu den fortschrittlichsten Waffen, die es gibt. Das verschafft uns Vorteile. Was meinen Sie passiert, wenn wir die verlieren? Diese illegalen Mods verschaffen Verbrechern einen Vorteil, den wir nicht zulassen dürfen. Gut, dann rede ich mit Jax. Jax wird mir sagen, wo diese Mods herkommen. Nein. Wenn sie Jax umbringen, macht das meine ganzen Nachforschungen zunichte. Okay. Wo kann ich diesen Jax finden? Jax ist in den unteren Ebenen der Märkte. Ich gebe über unsere Wege durch, dass sie der Käufer sind. Viel Glück, Commander. Das war gerade seltsam. Ihr habt doch nicht gesagt, dass ich ihn umbringen will. Noch mehr Probleme. Wenn ich euch irgendwie vielleicht du bist der Typ. Hallo. Hallo, Commander. Ja, hallo. Dachte, ich kann Ihnen vielleicht ein bisschen helfen, weil die aussehen, hätten sie Probleme. Aber gut, dann halt nicht, dann gehe ich wieder, ne? Ciao! Ja, Untergrundbezirke. Geht's auch genauer? Waffenlieferungen. Jellic will, dass sie eine Waffenlieferung von den Waffenhändlern auf den Märkten in unteren Bezirken entgegennehmen. Er vertraut darauf, dass sie keinen Ärger machen. Es war ein schwerer Fehler. Ah, Mann, untere Märkte. Hier war da Märkte. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde mich auf der Citadel Mass Effect 2 und 3 wesentlich leichter zurecht als hier. So, wo müssen wir jetzt lang? Wo müssen wir hin? Karte? Sag mir mal kurz, wo ich hin soll. Obere Bezirke, vielleicht in die untere Bezirke, ne? Dann würde ich mal den unteren Bezirk, ja, würde ich das einfach mal machen, nicht wahr? Ich gehe einfach hier runter und bin schon da. Okay, das war einfacher, als ich dachte. Hi. Stehen bleiben. Das ist nah genug, Soldat. Haben Sie mein Geld? Ja. Haben Sie die Mods? Zeig ihr die Waren. Sieht gut aus. Ist sie auch. Diese Mods sind die besten am Markt. Geben Sie mir jetzt meine Credits. Sie sind verhaftet. Ich nehme Sie fest.
Das ist eine Falle. Wir wurden reingelegt. Was zum Teufel haben Sie vor? War nur Spaß. Was mache ich jetzt? Sag ich jetzt, Sie haben mich gehört oder war das nur Spaß? Ja, war nur Spaß. Hier ist Ihr Geld, Jax. Haben Sinn für Humor, was? Der bringt Sie eines Tages noch um, Soldat. Kommt, Männer, wir sind hier fertig. Wir sollen ja keinen Bullshit bauen, damit die Sache eskalieren lassen. Dann, ja, nicht so gesund. Ja, das war's auch schon wieder. Ich würde gerne was Spannenderes zeigen, aber... Oh, sicher kann ich das zurücknehmen. Danke. Hat von Anfang an nicht richtig funktioniert. Hey, sein Zeug nehmen Sie zurück? Bitte sehr. Es wird auf Ihrem Konto gut geschrieben. Sie haben's getan. Sie haben ihm das Geld erstattet. Ich sage Ihnen, dass ich das hier gekauft habe. Warum nehmen Sie es nicht zurück? Ich kann es erst zurücknehmen, wenn... Ich weiß. Wenn ich eine Quittung vorzeige. Ach ja. Der steht schon seit dem Anfang hier, ne? Ja, er hat keine Hobbys. So, dann mal zurück. Wir werden noch in dieser Folge mit Anderson reden, keine Sorge. Jetzt gilt aber erstmal unsere Aufmerksamkeit dieser kleinen Nebenquest, die größer ist, als ich dachte. So, ich habe deinen Schwachsinn gefunden und keinen Ärger gemacht, obwohl ich wollte. Commander, Sie haben etwas für mich? Na, kontrollieren Sie mich? Nein, fahren wir jetzt nicht, verunnötigt. Natürlich, hier, bitte sehr, da. Hier ist Ihre Lieferung, Chalik. Großartig. Das ist alles, was ich brauche. Vielleicht mehr, als ich brauche. Hier, nehmen Sie das, Commander. Das brauche ich nicht. Und Sie haben sich das für Ihre Arbeit verdient. Ich weiß Ihre Hilfe zu schätzen. Es beweist viel Integrität. Sie brauchten nichts zu tun, als ich Jenna gehen ließ. Als nächstes brauche ich diese Mods als Beweisstücke. Danke nochmals, Shepard. Yay! Dann wäre diese Quest erledigt. Ja, die Energiezellen. Ich habe keine Ahnung, wo die sein sollen. Pff. I don't know. Ich habe es mit euch zusammen gesucht. Hab nichts gefunden. Mehr kann ich nicht tun. Oh, jetzt aber ins Flux und mit Anderson reden. Weil wir könnten auch noch mal bei der anderen vorbeigucken, ob wir jetzt... Ob es da noch irgendwas gibt bei der Asari. Wisst ihr was? Machen wir mal ganz kurz. Gemächer der Konsortin. Ich mag mich nicht erinnern, irgendwie konnte er mit der auch anbandeln. Ich weiß aber nicht mehr wie. Und weil ich es noch nie gemacht habe, würde ich es mal ausprobieren. Ich werde es auch nicht googeln, weil das fände ich ein bisschen... Na. Gut, okay, dann eben nicht. Geht offensichtlich... Entweder jetzt nicht oder ich habe da Käse in Erinnerung. Oder irgendwas komplett falsch gemacht. Das mag natürlich sein. Aber okay. Dann hauen wir wieder ab. So, Bezirke. Und ins Flux. Ob die Rita noch irgendwas zu sagen hat. Diesmal gehen wir in die richtige Richtung. Alles klar bei dir, Shells? Ja, was gibt's? Was ist passiert? Wurden Sie rausgeworfen? Doran hatte keine Ahnung, was ich gemacht habe. Er nahm an, dass ich betrügen würde. Ich kenne Doran. Wenn er sagt, dass Sie betrügen, dann betrügen Sie. Ich habe meinem Glück nur nachgeholfen. Es war nur ein Experiment. Experiment? Das klingt für mich nach Betrügen. Für Sie vielleicht, aber dieses Gerät soll nur Situationen simulieren und Resultate aufzeichnen. Das Aufzeichnen von Verlusten ist einfach. Die bemerkt niemand. Warum haben Sie das gemacht? Warum wollten Sie die Resultate aufzeichnen? Ah, jetzt kommen wir zum Kern der Sache.
In den letzten 5 Jahren habe ich ein Gerät entwickelt, das sehr präzise Gewinne und Verluste beim Quasar berechnen kann. Ich muss nur noch einige Siege aufzeichnen, um den Algorithmus zu vervollständigen. Wie soll das funktionieren? Können Sie das tun? Ist das nicht illegal? Es ist illegal, mein System zu benutzen. Aber ich benutze es nicht. Ich werde es verkaufen. Ich muss nur noch einige Siege aufzeichnen. Bezahlung? Was springt dabei für mich raus? Behalten Sie den Gewinn. Das sollte Bezahlung genug sein. Das Gerät? Hilft mir das Gerät zu gewinnen? Das Gerät sendet eine Frequenz aus, die Ihre Chancen leicht verbessert. Nicht so wie mein System, aber es reicht, um Ihre Siege schneller aufzuzeichnen. Sagen Sie doch einfach die Wahrheit. Warum verkaufen Sie das Gerät dann nicht? Was? Nein, das Gerät ist einfach. Es nutzt brutale Gewalt, um sein Ziel zu erreichen. Und Sie haben gesehen, wie leicht es entdeckt werden kann. Mein System wird viel effizienter und nicht zu entdecken sein, wenn es fertig ist. Mhm. Na, ich werde nicht helfen. Ciao. Ich werde mein Glück auf die altmodische Art versuchen. Wie Sie wollen. Ich muss noch einige Berechnungen machen. Auf Wiedersehen. Ja, bleibt sogar markiert. Warte, müssen wir das? Was will ich jetzt wissen? Haben Sie Ihre Meinung geändert? Wollen Sie mir helfen, die Siege aufzuzeichnen? Ach komm, können machen wir es halt mal. Ist das nicht illegal? Ja, ja, bla bla. Ich werde mein Glück auf die Alten. Nein, ich wollte doch gar nicht. Ich wollte doch gar nicht. Haben Sie Ihre Meinung geändert? Wollen Sie mir helfen, die Siege aufzuzeichnen? Ich verklick mich die ganze Zeit, ne? Wollen Sie mir helfen, die Siege aufzuzeichnen? Können Sie das? Ich muss nur noch einige Siege aufzeichnen. Na gut, komm. Ich werde Ihnen helfen. Sie könnten es ja mal versuchen. Bitte sehr. Sie werden es merken, wenn Sie genug Siege aufgezeichnet haben. Aber Sie haben gesehen, was passiert, wenn Sie mit dem Gerät erwischt werden. Dann legen Sie los. Die Daten sammeln Sie. Scannen Sie die Spielerterminals. Ich nicht selbst. Hast du mal auf den Rücken gucken, wie wir ausgerüstet sind? Was derart öffentlich passieren konnte. Das konnte er auch nicht. Der Agent von der Zitadell-Sicherheit sagte: Hey, Jenna kam zurück und suchte Arbeit. Danke, dass Sie sie aus Koras Nest geholt haben. Schön zu hören. Schön, dass ich helfen konnte. Ja, alle scheinen froh zu sein, dass sie zurück ist. Und trotzdem wirken sie nicht so froh. Ich bin froh, dass sie da raus ist. Ich hatte nur vergessen, wie es ist, sie um mich zu haben. Seit ihrer Rückkehr bekomme ich kaum noch Trinkgeld. Dann macht sie ihren Job wahrscheinlich einfach noch besser als du. Wäre jetzt meine Vermutung. Gast sprechen. Nein. Jenna, ah, hi Jenna. Hallo, willkommen im Flux. Niedrigeinsatz Quasar. Da, mach. Mach mal das. Toll. Mach's nochmal. Mich verarschen aus der Richtung. Mach mal das da. Bingo. Möchtest du noch einmal um 20 Credits spielen? Ja, komm. Erstmal groß einsteigen, dann klein. Nochmal klein. Und. Und nochmal groß. Läuft bei mir, würde ich sagen. Man sieht nur selten jemanden, der so viel Glück hat wie Sie. Ja, aber. Nein. Muss ich hier eigentlich machen? Sag mal. Einfach nur spielen? Verdächtige Spieleterminal untersuchen. Jemand lässt die Maschine die Credits umleiten. Ich mache mal einen Check. Mhm. Oh, hier wäre noch so ein Ding gewesen. Hocheinsatz hier. Ja, komm. Schön. Oh! Mach erstmal groß, komm. Klein? Nochmal klein?
Ja, zahl aus. Ja, komm. Ja, eine 1, wow. Mach nochmal. Mach nochmal. Und nochmal groß. Ta! Scheiße. Ja, komm. Mein Geld wieder haben. Ja, mach nochmal groß. Klein. Und nochmal groß. Jawohl, geht doch. Nein. Passt. Wie lange müssen wir das machen? Ah! Komm mal nochmal. Spitzenmäßig. Ihr Glück kommt mir unnatürlich vor, Mensch. Okay. Es passiert noch nichts, dann machen wir weiter. Wir müssen also hier spielen. Mhm. Ja, komm. Ja, nochmal, komm. Ja, komm, nochmal. Ich muss den perfekten Sieg hinlegen, oder? Dass der mich bemerkt. Dass er mir sagt, dass ich verdächtig bin. Mach klein. Ja, lass ich das noch machen jetzt hier? Ganz kapieren tue ich es nicht, ne? Ich kann auch hier spielen. Ich könnte aber auch. Das ist der Automat hier, wo ich spielen soll, laut Anzeige. Ja, wie soll denn ich das noch machen? Ich muss die 20 erreichen, schätze ich mal. Ist nicht sehr spannend gerade, oder? Mach das nochmal mit einer 1. Und jetzt machst du eine 6. Ich muss kurz mit Ihnen reden. Sie haben dasselbe Gerät, das Schelz vorhin hatte. Hat er es Ihnen gegeben oder haben Sie es ihm weggenommen? Ach, schon gut. Es ist unwichtig, wie Sie es bekommen haben. Aber Sie dürfen es nicht behalten. Warum nicht? Ich tue niemandem weh. Machen Sie keine Szene, Commander. Ich habe die Credits bereits ersetzt, die Sie gewonnen haben. Jetzt sollten Sie entweder fair oder überhaupt nicht mehr spielen. Ja, das war, glaube ich, die langweiligste Nebenquest aller Zeiten. Alter, war das langweilig. Ey, was war's, Kacke? Haben Sie schon 5 Siege mit dem Gerät aufgezeichnet? Doran hat das herausgefunden. Ich hab's verloren. Doran hat mich erwischt und es mir weggenommen. Aber da steckte jahrelange Arbeit drin. Was soll ich denn jetzt machen? Vielleicht könnten Sie Ihre Talente besser nutzen. Sie sind mir aber keine Hilfe. Das ist der absolut schlimmste Tag meines Lebens. Heu leise. Okay, ich hab gesagt, wir werden in dieser Folge noch mit Anderson sprechen. Dann machen wir das auch. So. Ich bin froh, dass Sie gekommen sind, Shepard. Ich habe gehört, was passiert ist. Na, jetzt weiß ich, wie es Ihnen ging. Sie haben mich von der Mission ausgeschlossen. So wie man Sie zwang, die Normandy aufzugeben. Ich weiß, es tut mir leid. Ich wollte Sie warnen, aber ich konnte Sie vor dem Andocken nicht mehr benachrichtigen. Ich weiß, dass Sie jetzt sauer sind, aber Sie können nicht aufgeben. Sie denken alle darüber nach, aber wir wissen beide, dass es das nicht ist. Sie müssen nach Aylos. Sie müssen Saren davon abhalten, die Röhre zu benutzen.
So einfach ist das nicht. Es gibt nur ein Schiff, das mich unbemerkt in die Terminus-Systeme bringen kann, und das ist am Boden. Die Zitadellkontrollen haben alle Systeme der Normandy ausgeschaltet. Aber wenn wir uns über die Befehle des Botschafters hinwegsetzen, können wir die Normandy wieder online bringen. Sie können in den Terminus-Systemen sein, bevor überhaupt jemand bemerkt, dass sie weg sind. Und was passiert mit Ihnen? Wenn wir die Normandy klauen, bleiben Sie zurück. Und wenn Saren die Röhre findet, wird Leben, so wie wir es kennen, nicht mehr existieren. Die Reaper werden uns vernichten. Menschen, Asari, jeden. Sie sind der Einzige, der ihn aufhalten kann, Shepard. Ich werde also alles tun, was in meiner Macht steht, um euch auf die Normandy zu bringen und weg von dieser Station. Blödes, kleines Fliegenviech. Gerade voll in die Nase geflogen. Ist das ekelhaft. Was mit meiner Crew? Die Normandy zu stehlen ist Meuterei. Was, wenn die Crew mir nicht hilft? Die Normandy ist nun ihr Schiff, Commander. Ihre Crew wird ihnen bis ans Ende der Galaxie folgen. Das wissen wir beide. Ich danke Ihnen, Anderson. Das werde ich nicht vergessen, Captain. Ich verspreche es. Ich kann die Normandy von einer der Konsolen im Zitadell-Kontrollzentrum aus aufschließen. Sie werden ein paar Minuten Zeit haben, bevor irgendjemand was bemerkt. Das ist ein eingegrenztes Gebiet, das von bewaffneten Wachen patrouilliert wird. Wie kommen Sie da rein? Überlassen Sie das mir. Sorgen Sie einfach dafür, dass Sie auf der Normandy sind, wenn die Systeme wieder online sind. Nein, das ist zu gefährlich. Sie werden umkommen. Es muss einen anderen Weg geben. Botschafter Udina hat den Lockdown-Befehl gegeben. Wenn ich in den Computer in seinem Büro komme, kann ich ihn vielleicht außer Kraft setzen. Er wird nicht einfach daneben stehen und zusehen, wie Sie seinen Computer benutzen. Er wird hoffentlich nicht da sein. Wenn doch, werde ich mir eben was einfallen lassen. Der Botschafter wird das nicht verzeihen, Captain. Sie werden des Verrats angeklagt, wegen Kapitalverbrechens. Wir haben nicht viele Möglichkeiten. Entweder ich stehle mich in den Computer des Botschafters oder ich versuche, an den Patrouillen in der Zitadellkontrolle vorbeizukommen. Gut, dann ist es mit dem Botschafterbüro vielleicht die sichere Alternative. Na, das da. Sie haben bessere Chancen, wenn Sie sich den Computer des Botschafters vornehmen. Ich hatte gehofft, dass Sie das sagen würden. Der Botschafter hat dies zu einer persönlichen Angelegenheit gemacht. Commander, sind Sie soweit, dass wir uns von dieser Station davonmachen können? Aber sowas von... Kann losgehen. Ich übernehme die Verriegelung. Sie gehen runter zur Normandy und sagen Joker, er soll sich bereithalten. Alles klar. Wir wissen also, was uns als nächstes erwartet. Ich würde sagen, wie es damit weitergeht, das sehen wir beim nächsten Mal, Leute, wenn ich dann... Hallo, da ist die Kamera. Ich dann versuche, auf die Normandy zu kommen. Das wird sehr, sehr interessant. Ja, und dann werden wir irgendwann Udina einen Kopfschuss verpassen. Leider nicht. Trotzdem, ist ja schön. Egal. In jedem Fall, vielen Dank fürs dabei sein, fürs Einschalten. Wenn es euch gefallen hat, selber einen Daumen nach oben und ein Abo freuen, würde mir sehr helfen. Und ansonsten, macht's nicht gut, macht's besser. Bis zum nächsten Mal, euer Schraubsel. Ciao.